So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City Definitive Edition. Wir sind natürlich wieder am Start hier heute in Vice City und wollen. Was habe ich heute vor? Ja, richtig, Biker-Mission. Ich möchte eigentlich im Idealfall heute die Biker-Mission abschließen, damit wir dann. Natürlich stehen hier die Cops. Damit wir dann, glaube ich, mit den Dings weitermachen können. Mit den Luffist-Missionen. Ich glaube, wir können noch keinen Luffist machen, ne? Wir müssten eigentlich noch Biker-Missionen machen. Du. Warte mal, ich kann mal gucken, ob wir Luffist machen könnten. Ich möchte tatsächlich auch mal jemanden grüßen. Und zwar möchte ich mal an meine Omi grüßen, an meinen besten Freund damals aus Kindertagen. Ich weiß, du guckst auf jeden Fall diese Folge. Ja, und weil ich CD schicken werde, ich kann mich erinnern, dass du mir damals das Spiel für mich abgeschlossen hast, damit ich quasi diese Mission, die wir alle so gemacht haben, weil ich die nicht konnte, also ein paar Missionen nicht. Unter anderem auch die Mission, wo wir die jetzt gekillt haben. Ach, ich geb mich doch einen Sickel. Ach, guck mal jetzt, ja. Gut, da gibt's. Hallo. Will da keiner sein Auto sich. Will sich dann keiner sein Auto klauen lassen von mir? Ja, komm jetzt her hier. Natürlich. Natürlich. Komm. Weißt du, keiner wird sich sein Auto klauen lassen und dann in dem Moment, wo es passiert. Ja, ich habe eine Katze. Für die Leute, die es hören. Schon, ich habe Cheats aktiviert habe. Ich weiß auch, was auf die Trophäen. Ich weiß gar nicht, ob die Trophäen, ob ich da, ob die Cheats mittlerweile deaktiviert sind, weil ich die Spiele schon länger geschlossen habe. Ich habe ja 2 Wochen jetzt fast nicht gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge überhaupt gemacht haben für eine Mission. Eine Beerdigung, was war denn, war das die Befreiungsaktion? Ich glaube, es war die Befreiungsaktion. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ist ja auch egal. Oder war es das Chaos? I don't know. So, ich möchte jetzt eigentlich mehr oder weniger gerne mal die Biker-Dinger weiter machen, zu Ende machen heute. Schauen wir mal. Und zwar Big Bakers bald. Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass for city. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. Come on! Come on, come on. So, eine Gang hat Mitch Bakers Angel geklaut. Sie sind hinter dem Armor Nation in Downtown. Ich brauche ein schnelles Motorrad, um auf das Dach zu gelangen. Okay. Ich muss jetzt gerade mal, ich bin nämlich gerade nebenbei, während das jetzt gerade läuft, hier mal gucken, was ich gemacht habe in der letzten Folge. Nein, geht ja online, war es nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall ein schnelles Motorrad und das klappt. Kann ich das mit dem Dings machen? Ja, Motorrad, ich brauche nicht. Ich brauche eine PCJ 600 oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich da. Da komme ich bestimmt nicht hoch mit dem Dings. Ja, Kuschel. Kusch, Kusch. So, haben wir eine PCJ 600. Mit Ansage. Alter, bist du mir auf den Senkel? Hallo? Ja, mei, bleib doch mal stehen, das ist ein Auto. Gib her jetzt hier. Meine Fresse. So, also, nochmal. Wie gesagt, liebe Grüße an meine Omi aus meinen Kindertagen. Ich weiß, dass du damals das Spiel von ihm hab bekommen habe. Geschenkt sogar.
Ja, mit FIFA 2002, das weiß ich noch. Und du mir damals tatsächlich über die PS2 das Spiel gemacht hast, damit ich dann quasi warte mal, ich muss gerade mich konzentrieren. Komm ich da hoch? Hier ist sogar ein Monster-Sound gewesen. Jetzt muss ich gerade gucken. Man hat dich bemerkt. Nett. Halt, danke so. Wo seid ihr? Hä? Oh, da! Alter! Alter! Ich muss mal hier runter. Alter, komm ich hier. Alter! Ja, natürlich! Da sind zwar Gegner vor mir, aber ich muss mich unbedingt mal wegdrehen. Natürlich. Ja. Vom letzten Checkpoint, also muss ich jetzt nochmal die Mission machen. Habe ich jetzt gar keine von mir? Doch. Ja gut, die Mission. Sag mal, warum sind eigentlich immer so viele Cops unterwegs? Wo hab ich denn? Ich muss jetzt so gerade gucken, wo habe ich ein Bike? Das war, komm her jetzt hier. Ja, nö, ist klar, verpiss ich jetzt. Mal gucken, ob ich das mit der Motocross-Maschine packe. Ja, ich kann natürlich nicht so weit ziehen. Jetzt muss ich mal hier kurz gucken. Halt! Ich verpisse mich mal hier. Jetzt kommen wir jetzt hier. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich hier wo die Straße finde. Oh ja, natürlich. Natürlich! Herzhaft? Komm jetzt hier! Och, steh doch nicht blöd rum! Ja, nee, ist klar! Och ja, ey, weil du... Ich verpiss dich jetzt! Klar, die haben ja natürlich jetzt den Reifen so ballert. Kann ich da rüber? Komm jetzt hier. Oh ja, Gott sei Dank. Natürlich haben die mir jetzt hinten den Reifen zerschossen. Aber ich muss jetzt gerade nur gucken, dass ich da irgendwie mal wirklich... Dass ich die Möglichkeit hätte, die Maschine heile wieder abzuliefern. Oh, der ja. Das lässt sich fahren. Das Ding. Entschuldigung. Ja, natürlich. Ich kann nichts dafür.
Ich konnte nicht bremsen. So. Gott sei Dank. So, Gott sei Dank. Ist mir eigentlich gerade wurscht. Aber wir haben die Mission abgeschlossen. Damit haben wir, so, haben wir die Biker auch weg. Gott sei Dank. Da können wir nämlich jetzt gerade weitermachen. Ich kurz speichern. Weil ich weiß, ich habe die Mission erledigt. Die Kopfzimmer war Gott sei Dank auch los. Boah, Alter, was ist das für eine Mission, ey? Ich weiß, so schwer war die nicht. Warum auch immer. Aber wie gesagt, wenn klar, wenn die mir die Reifen zerschießen. Was wollt ihr jetzt von mir? Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word cool. on that. Now keep yourself out of trouble. So, dann haben wir das auch. Kurz mal speichern. So, dann haben wir auch wieder volle Leben. Und dann geht's weiter in der nächsten Episode mit den Missionen für die. Genau, der interessiert sich gerade gar nicht für uns. Warte mal kurz, ich muss mal gerade was gucken, wo wir hin müssen. Weil wir wollen ja dann jetzt in der nächsten Episode mit der Love Fist Dinger weitermachen. Ja, die Band heißt so. Das denke ich mir nicht aus. Auch wenn das Spiel gerne mal ein bisschen schlüpfrig ist. Genau. Jo. Also das war es heute schon wieder gewesen bei GTA Vice City. Und wir machen in der nächsten Episode hoffentlich die Love-Mission zu Ende. Ach so, warte mal, eins soll ich euch noch zeigen. Ich muss so gerade gucken, wo es ist, wo die Stelle ist. Und zwar gibt es in. Warte mal, ist das hier? Nee. Andi, ich muss nur die Stelle finden. Und zwar gibt es hier in Vice City, wenn es auch im Remake so ist, im Original ist es so. Warte mal, nee, das ist es nicht. Oder ist das hier tatsächlich? Warte mal kurz. Nee, hier ist es auch nicht. Ach, wo war denn das denn? Ich glaube, es war hinten. Es gibt an einer Stelle, wo so ein komischer Hof hier ist, gibt es halt verstecktes Polizeiauto. Also so ein versteckt. Wo waren die Stelle? Ich muss doch gerade die Stelle finden. Nee, hier steht bestimmt, also das ist eine Crossstrecke. Ich glaube, da vermute, dass da wieder so ein RC-Auto steht, wo wir Rennen fahren können. Ich meine, es wäre hier gewesen, aber ich kann auch sagen, dass es hinten in Downtown ist. Ich muss die Stelle jetzt finden. Es kann sein, dass ich die jetzt spontan nicht finde, aber wenn ich die Stelle finde in der Mission, zeige ich euch die Links. Also wie gesagt, es gibt ja so ein Polizei Washington. Der quasi hier irgendwo versteckt im Hinterhof steht. Aber wie gesagt, ich finde wahrscheinlich jetzt so die Stelle nicht. Aber das ist hier auf der Ecke. Nee, hier ist es nicht, da kam man nämlich gerade her. So. Warte mal, ist das hier? Nee. Ja, hier kommen wir gerade her. Hier kommen wir, glaube ich, von der Kamera von dem Hinterhof raus, wo wir gerade noch das Bike geklaut haben. Nee, müsste ich echt gucken. Müsste ich suchen. Warte mal. Oh, gut, Ego-Perspektive. Aber nein, das ist jetzt nicht unser Thema. Wir machen in der nächsten Episode schließen wir dann hoffentlich die Love-Fist-Mission ab.
Ich hätte das auch nicht erwartet, dass eine Biker-Mission nur eine Mission ist. Ich dachte, es wären noch zwei, ja? Aber nein, es ist nur. Es ist nur eine. Es war nur eine. Aua. So, hier sind die Laffis-Nummer. Ich glaube, ich weiß, welche Mission das als nächstes ist. Aber verspreche, weil kann aber auch sein, dass Alia davor kommt doch. Gut, ich bin mal raus, Leute. Wir sehen uns wieder morgen dann um wahrscheinlich 14 Uhr mit Let's Play GTA Vice City.